Hi, mein Name ist Sebastian und heute geht es um das Thema Business-Taschen. Das heißt also im Klartext, was ist die richtige Tasche für den richtigen Anlass, wenn ihr auf Geschäftsreise geht? Seid ihr nur einen Tag unterwegs oder kommt ein Hotelaufenthalt mit dazu? Braucht ihr eine kleine Tasche oder eine große Tasche? Welches Material ist wichtig? Welche Rolle darf oder muss der Preis spielen? Das alles werde ich euch jetzt ein klein wenig näher bringen. Jetzt geht's los. Was für meinen Vater der klassische Aktenkoffer gewesen ist, ist für mich eine klassische Aktentasche im edlen Design. Und da greife ich gerne auf dieses Modell zurück, denn die hat wirklich alles, was ich brauche, wenn es für mich heißt, los geht's auf Geschäftsreise. Vor allem habe ich jede Menge Ablagefächer, ja. Also ich kann hier wirklich alles reinpacken, was ich reinpacken möchte. Ganz egal, ob das jetzt ein Handy ist, ein Aufladegerät ist oder ein Kalender. Und das Allerwichtigste, ich bin da so ein bisschen schusselig, hier kann ich meinen Schlüsselbund ranklemmen und kann ihn garantiert nicht verlieren. Apropos nicht verlieren, hier hinten kommt mein Laptop rein und der ist da nicht nur safe, sondern tatsächlich auch geschützt. Sollte ich doch mich so wohlfühlen und einen Tag länger geschäftlich unterwegs sein, dann kann ich ganz einfach hier diese zwei Reißverschlüsse betätigen und hier kann ich diese wunderbare Tasche dann über meinen Trolley hängen und dann habe ich alles am Mann, was ich brauche. Besser geht's nicht. Als nächstes habe ich das sogenannte Messenger-Bag im Angebot. Inspiriert von Fahrradkurieren ist dieses Bag tatsächlich dafür da, nur das Wichtigste mit sich zu führen und es schützen zu können gegen Wind, Wasser und was das Wetter sonst noch so alles zu bieten hat. Vor allem habt ihr jede Menge Platz hier drin und es kann tatsächlich nichts passieren, denn durch diese LKW-Plan ist das Ganze relativ Wind und Wasser geschützt. Und das Beste ist, ihr könnt die Tasche sogar Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag benutzen. Wer gerne seine Hände frei hat oder auch mal mit dem Fahrrad zum nächsten Business-Termin fährt, dem kann ich nur empfehlen, hol dir einen Rucksack. Vielleicht sogar ein Modell wie dieses. Der steht, was Funktionalität angeht, eine Aktentasche in nichts nach und hat jetzt bei dem Modell zum Beispiel sogar noch die Möglichkeit, mal was einzupacken, falls aus dem Tagestrip tatsächlich doch noch mal eine Übernachtung bei rausspringt und man erst am nächsten Tag zurück kann. Natürlich gibt es auch hier die Möglichkeit, den Rucksack über den Trolleygriff zu stülpen und dann wird die ganze Sache natürlich noch komfortabler, wenn man mal länger unterwegs ist. Sprich, schnallt euch dieses Teil über den Rücken und dann geht's ab zum Termin. Die Lücke zwischen stylisch und klassisch wird mit diesem sportlichen Modell gelöst, das es in verschiedenen Größen gibt und ansonsten all das hat, was eine klassische oder auch eine stylische Aktentasche ebenso zu bieten hat. Jede Menge Ablagemöglichkeiten, sieht gut aus und kommt immer gut an. Wenn ich jetzt sowohl privat als auch beruflich unterwegs bin, ist für mich ein Weekender das Maß aller Dinge und da kommt diese Tasche schon sehr nah dran. Ich habe hier jede Menge Platz, um einfach für ein, zwei oder auch mal drei Tage genug Sachen einpacken zu können. Ich habe Platz für Schuhe, Platz für frische Wäsche, kann aber auch all das dort drin verstauen, was ich eben für meine Geschäftstermine brauche. Ob das ein Laptop ist, ein Kalender ist oder meine Stifte, all das findet hier drin Platz. Und am besten, ich mache auch noch eine richtig gute Figur damit. Unterm Strich würde ich sagen, sollte hier für jeden etwas dabei sein. Ganz egal, ob das nun die klassische Business-Tasche ist, die etwas stylischere, ein Rucksack oder auch der Weekender. Am Ende des Tages kommt es darauf an, was für euch das Beste ist und die Funktionalität gibt, die ihr für euren täglichen Gebrauch braucht. Meine zum Beispiel ist schon über 10 Jahre alt und ich kann euch versichern, hier hat sich alles gelohnt, sowohl die Investition als auch der tägliche Gebrauch. Ich liebe sie und möchte sie nie mehr missen.